Experte Wassermagie, 1000 Gold. Sehr schön. Damit den Zauber, den sie jetzt als nächstes durchgehen sprechen wird, wenigstens einigermaßen schnell gezaubert werden kann. So, Übersicht, Übersicht. Hier waren wir. Ja, hier waren wir schon, hier waren wir noch nicht. Schön, dass du da bist. Ein Betrüger, nö, danke. Schön, dass du da bist. Händlerin, nee. Eigentlich würde schon fast Sinn machen, wenn wir jetzt doch wieder die beiden Mädels da weggeben und dafür Betrüger und Händler mitnehmen, um wieder mehr Gold zu machen. Aber, Schön, dass du da bist. Du bist ein Speer? Dich sehen doch alle mit diesem doofen Helm. Oh, feier. Wie geht's? Expertin Panzerrüstung. Sind wir schon. Gelehrt Gilde des Geistes. Oh, wir sind immer noch kein Mitglied der Geistesgilde. Das ist komisch. Hallo, wie geht's? Experte am Schild. Können wir noch nicht. Und kostet 2000 Gold. Ah, das hab ich. Der Schleifstein. Oh, okay. Plus 6, 3d6 plus 6. Kostet aber auch ordentlich. Verkaufen, du. Du musst das unterschreiben. Du musst das unterschreiben. Ja, wo unterschreibe ich denn? Die sind meistens in der Nähe. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, weg, weg. Bis demnächst. Ja, wo unterschreibe ich da? Da drüben vielleicht? Oder da oben? Hallo. Schmugglergilde. Dank. Beitreten. Schmugglergilde. Ich wollte aber eigentlich Mitglied bei denen da drüben werden. Seit wann bist du draußen? Sehr sympathisch. Nichts wirklich Neues. Das konnten wir auch alles bei den anderen Piraten lernen. Oh, hallo. Bist schon Experte. Gabel Lester. Kann uns weiter ausbilden bei Fallen entschärfen. Aber er sagt uns nicht, wo er ist. Das ist unpraktisch. Leer. 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 Ja. Können wir nicht rein? Schön, dass du da bist. Suchauftrag. Cheryl, eine gute Freundin von mir, ist mit Freunden auf eine Insel in der Schmugglerbucht gefahren, um einen alten Tempel zu untersuchen. Wir sind überall Tempel. Ihre Freunde sind zurückgekommen und haben erzählt, dass sie von Kannibalen gefangen und zu einem alten Tempel gebracht wurden. Ich fürchte, sie hat nicht viel Zeit, bis sie ihr etwas Furchtbares antun. Bitte rette sie. Na gut, Kannibalen klingt machbar. Und hier kriegen die Mitgliedschaft, sehr schön. So nett von dir. Also Kannibalen klingt echt machbar. Und es ist ja diesmal wirklich unter Zeitdruck. Die Sache mit den Teufeln aus der Burg, das kann man ein bisschen schleifen lassen. Weil das ist halt langwierige Kriegsgeschichten. Aber nee, das sollten wir machen. Geht es kaputt? Hast du es gekauft? Vielen Dank. So, jetzt würde ich ganz gerne noch da hinten hingucken. Machst du irgendwas? Permanent 2 Stärke. Okay. Leider hat es nur diejenigen gebracht, die wenig Stärke hatten. Und diejenigen, die wenig Stärke haben, die brauchen auch nicht wirklich mehr. Okay, Mürrum kann es gebrauchen, aber. Was fehlt dir? Ich werde es dir beibringen. Oh, Kondition. Das sollten sie eigentlich alle bekommen. Aber wir haben nicht genug Gold, also kriegt erstmal nur Gerug an das. Jo, sehr gut. Ich glaube, wir sind schon fast durch mit der Stadt, oder? Hier ist noch eine Trainingshalle und hier ist der zweite Stall. Zing, zing. So, hier waren wir schon. Ich glaube, ich hätte in der Mitte ein bisschen was übersehen. Also die Häuser hier. Oh, hallo. Ja. Schön, dass du da bist. An dich hätte ich mich erinnert. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Das ist Gerogon, der so nervig ist, ne? Okay, du mach das mal. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Und hier waren wir schon. Okay, damit sind wir jetzt einmal durch. Haben richtig viel Gold ausgegeben und noch ein paar interessante Suchaufträge bekommen. Das heißt, wir könnten jetzt... Wir könnten jetzt die Karte hier ein bisschen weiter aufdecken. Obwohl die Sache mit den Kannibalen ja doch schon sehr wichtig klingt. Ja komm, wir können nicht das machen, was wir wollen. Wir müssen das machen, was unsere Heldenzunft von uns erwartet. Also gehen wir zurück nach Osten. Und schauen uns dann in der Schmugglerbucht weiter um. Wobei er gesagt hat, oder... Er gesagt hat, dass es auf einer Insel in der Schmugglerbucht war. Das könnte ein wenig problematisch werden. Weil wir haben halt keinen Wasserwandeln. Hier waren die Magier. Oh, ich glaube schon. Schmugglerbucht, jo. Auge. Quatsch. Aber hier gab es auch keinen Steg, richtig? Nö, aber da sind Inseln. Okay. Das heißt, wir werden jetzt schwimmen müssen. Und unsere Helden sind nicht besonders gut im Schwimmen. Absolut nicht gut. Selbst die, die keinen Plattenpanzer tragen. Da ist es ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Aber jetzt so Talana zum Beispiel, das müsste eigentlich gehen an der Rüstung. Ist tierisch unbequem und so, aber wenigstens wird sie nicht so runtergezogen wie ein Plattenpanzer oder ein Kettenhemd. So, die Insel da zum Beispiel. Ist viel zu klein für den Tempel. Ja. Machen wir trotzdem mal leer. Wahrscheinlich hätten wir einfach von Freehaven aus ein Boot nehmen können. Aber wir sind keine konventionellen Helden. Wir machen immer alles möglichst schwierig. So. Und hops. Au. 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 Jo. Das wird sehr wehtun, auf eine andere Insel zu kommen. Zumal die nächste ganz schön weit weg ist. Ja, schlafen. Weiter schlafen. Yeah. Ich weiß ja nicht. Wir haben kein Wasserwandeln, richtig? Richtig. Vielleicht erstmal wieder ein Festland oder von da aus? Ach komm, wir haben 396 Gold. Wenn wir sterben, sterben wir. Du, halt dich mal. Das könnte ausgehen. Du Heimer, sie. Okay, nicht schön, aber es hat geklappt. Yeah. Gut. So. Und da drüben ist die nächste Insel. Das ist alles machbar, aber wir wissen nicht, wo wir wirklich hin sollen. Weil auch die Insel da ist zu klein für ein Tempel. Autsch. Autsch. So. Erfrischend. Permanent plus 2 Charisma. Okay. Wir sind schon mal schöner geworden. Aber von hier geht's nicht weiter. Jedenfalls nicht für uns. Ohne Wasserwandeln. Das heißt, das Ganze ins Wasser gespringen war für die Katz. Wir müssen also zurück. Gleich wieder schlafen. Ist ja nicht so, dass die ganze Show sie jetzt schon eine gute Woche gedauert hat mit dem ganzen Pennen. Und dann gehen wir zurück nach Freehaven, suchen da. Ja, ne. Gehen zurück nach Freehaven, suchen da den Hafen auf und fahren dann vom Hafen aus zu hoffentlich einer anderen Insel hier in der Schmugglerbucht. Weil so ist es wirklich zu albern. Das sehen unsere Helden genauso. Zu viel ins Wasser gespringen, zu viel Geschreie und zu viel Schlafen. Ich meine, sie sind 5 Minuten wach, schlafen 8 Stunden, sind 5 Minuten wach, schlafen 8 Stunden. Das kann nicht so wirklich gut sein.
hier drüben war das gleich, ne? Genau, jetzt kommt der Tempel der Faust. Was auch immer die mit den ganzen Tempeln haben. Oder war das irgendwas anderes? Halle der Faust? Ich guck mal ganz kurz. Tempel der Faust. Sehr viele Tempel. Freehaven? Wir haben fast kein Essen mehr. Da ist ein Steg, aber das sieht nicht aus wie ein offizieller Steg. Das sieht aus wie ein Steg für den Fürsten da hinten. Und nochmal das Wasser. Also, Taverne, ordentlich Essen kaufen. Denn hier zum richtigen Hafen und einfach so lange warten, bis wir ein Boot finden. Das ist der Plan. Da ist schon mal eine Taverne. Freut mich, das Beste im Haus. Zip. Und das sieht auch gut aus. Auch wenn nur ein Boot wirklich zu erreichen ist. Sorry, kommt ein anderer Tag wieder. Nee. Sorry, kommt ein anderer Tag wieder. So. Was zur Hölle? Du bist ein doofes Boot. Willkommen an Bord. 4 Tage bis Mist. Wir wollen nicht nach Mist. Also wir wollen schon demnächst nach Mist, aber wir haben es eigentlich gerade eilig und wollen eine Frau vor Kannibalen retten. Willkommen an Bord. Silberkauf? Nee. Willkommen an Bord. Burg Ironfist? Wir sind in Burg Ironfist. Jetzt bin ich neugierig. Achso, Burg Ironfist, nicht Freehaven. 2 Tage bis Mist. Wir haben ein Problem. Die Frau wird bestimmt schon angeknabbert. Na gut. Gehen wir nach Mist. Oh, da sind schon... Aha, Gegner, was zur Hölle? Auge. Gut, die müssen wir kurz wegmachen. Und danach wollte ich eigentlich von hier aus weiterfahren. In der Hoffnung, dass irgendwo ein Schiff nach Schmugglerbucht führt. Blaue Flüssigkeit. Zing. So, Schmugglerbucht. Willkommen an Bord. Wir können nicht schlafen wegen den doofen Bar-Anhängern, die echt überall sich ausgebreitet haben, hm? Da hinten sind noch mehr. Ja gut, machen wir jetzt noch ein paar von denen kaputt. Und dann gucken wir weiter. Kaputt. Und es gibt noch ein bisschen Taschengeld. Oh, wer seid ihr denn? Ihr seid ein paar mehr. Aber ihr fallt auch ziemlich schnell, ist okay. Zip. Hallo. Taka, taka, taka. So. Jetzt müssten wir auch definitiv genug Gold haben für die Bootsfahrt. Weil das wäre auch sehr ärgerlich gewesen, wenn das Boot gleich nach Schmugglerbucht gefahren wäre. Und wir hätten nicht genug Gold. Sieht da oben auch richtig aus, das Schloss. Aber wir haben jetzt schon viel zu viel auf der Platte. Da bist du. So, Boot. Jetzt dürfte uns ja nichts mehr stören. Außer, dass unsere Essensvorräte langsam schon wieder runtergehen, weil wir so lange warten müssen. Also. Du wolltest nicht dahin, richtig? Richtig. Also, schlafen. Schmugglerbucht Ost. Ach, Gott sei Dank. Aber ich speichere jetzt erstmal ab und dann fahren wir gleich zusammen zur Schmugglerbucht. Also bis dann.